Alles rund um Filme, Serien, Musik und Kultur. Fangfrisch serviert aus Bremen, garniert mit spannenden Gästen und Geheimtipps abseits des Mainstream. Flux, der Podcast mit Flu und Max. Halloween-Special. Ein schauriges Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Flux, der Podcast. Ich bin Max und neben mir sitzt Huibu, das Schlossgespenst. Flo. Und wie ihr bestimmt festgestellt habt, ist dies unsere dritte reguläre Jahresfolge. Und draußen knacken die Äste und schaben über das Fensterglas wie lange Skelettfinger. Ja, und diese ganzen Umschweife bringen uns eigentlich zu unserem Hauptthema, nämlich, dass wir das Oberthema Halloween-Horrorfilme und Skandalfilme heute auf dem Programm haben. Und ich würde sagen, mit der kalten Klaue der Angst widmen wir uns unserem ersten Thema. Nämlich zur Geschichte der Filmzensur in Deutschland. Und da geben wir euch jetzt einen kleinen Überblick. Filmzensur ist etwas in Deutschland, das immer noch besteht und ja, nicht ganz unumstritten ist. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen damit auseinandersetzen, wie hat das Ganze angefangen. Es ist nämlich in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert, dass Zensur in Deutschland nicht stattfinden darf. Zum Beispiel gab es früher im Vertrieb von Filmen zahlreiche Einschränkungen. Es begann mit NS-Propagandawerken wie Jud Süß oder Kolberg. Das waren sogenannte Vorbehaltsfilme. Da war die Vorführung nur unter Auflage erlaubt. Im Gesetzestext verankert heißt es nämlich, es ist verboten, Filme, die nach ihrem Inhalt dazu geeignet sind, als Propagandamittel gegen freiheitliche demokratische Grundordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu wirken, in den räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, soweit dies dem Zweck der Verbreitung dient. Kurz nach Aufhebung der Presselizenzierung durch die Alliierten beantragte die CDU und CSU im Deutschen Bundestag ein Gesetz nach dem Modell des Gesetzes zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften von 1926. Bereits in der Weimarer Republik hatte es mit der aufgrund dieses Gesetzes eingerichteten Oberprüfstelle für Schund- und Schmutzschriften eine entsprechende Institution gegeben. Begründet wurde das Vorgehen angesichts der die deutsche Jugend und die öffentliche Sicherheit bedrohenden Entwicklung gewisser Auswüchse des Zeitschriftenmarktes. Wenn man sich das Ganze jetzt zum Beispiel mal vorstellt, an einem Bahnhofskiosk kann man relativ schnell solche Magazine wie Art of Horror finden und genrespezifische Zeitschriften, die natürlich auch die Jugend laut diesem alten Gesetz immer noch ein bisschen verderben könnte. Aber dazu später mehr. Weiter geht es nämlich, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften am 19. Mai 1954 gebildet wurde, nachdem am 9. Juni 1953 das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdeter Schriften verabschiedet worden war. 1978 wurde der Kreis der antragsberechtigten Institutionen wesentlich erweitert. Seitdem sind neben den obersten Jugendbehörden der Länder auch die Jugendämter der Kommunen antragsberechtigt. Dadurch vervielfachte sich die Anzahl der Indizierungsanträge. Dann gab es noch einen schockierenden Zwischenfall im Juni 2002, da wurde nämlich nach dem Amoklauf von Erfurt ein geändertes Jugendschutzgesetz verabschiedet, das das Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdeter Schriften und das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit ersetzte und am 1. April 2003 in Kraft trat. Von diesem Gesetz war zum Beispiel damals auch die Band Rammstein betroffen. Vor dem Anschlag hatte Robert Steinhäuser, so wie der Amokläufer hieß, ein Album von Rammstein gehört, unter anderem auch den Song Weißes Fleisch, wo es darum geht, einen Schulhof zu massakrieren. Aber das Ganze ist natürlich nicht rechtskräftig geworden, da hatte die Band nochmal Glück. Es gibt natürlich auch subtilere Formen der Zensur. Zum Beispiel findet die in der Synchronisation statt. Mhm. Da werden dann zum Teil oder wurden damals zum Teil missliebige Inhalte des Originaltextes falsch oder gar nicht übersetzt. Casablanca ist ein gutes Beispiel. Das war ja unter der Franco-Diktatur und da wurde dann aus dem Liebespaar plötzlich die Geschwister. Ja, richtig, richtig. Auch beim Master of Suspense, Alfred Hitchcock, gab es sowas. Da wurde eine Verschwörung von Altnazis in einen Rauschgiftring umgewandelt in der deutschen Synchronisation. Und Paul Verhoevens Science-Fiction-Klassiker Starship Troopers, da gibt es auch einen Unterschied in der deutschen Synchronisation. Das betrifft den Unterschied zwischen Bürgern und Zivilisten. Dadurch geht total die politisch-satirische Komponente des Films verloren. Diejenigen von euch, die den Film kennen, werden jetzt wissen, was damit gemeint ist. Betroffen sind im Grunde alle Genres, vor allem aber auch die Pornografie, Horror- und Actionfilme, vor allem auch in den 80ern. Diese stellten vor der Weimarer Republik über die Hitler-Diktatur, dem Realsozialismus bis hin zur Demokratie bundesdeutscher Prägung nachgerade subversiver Taten dar, von denen der mehr oder weniger mündige Bürger geschützt werden musste. Das ist natürlich immer eine Auslegungssache. Die Presse und Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film, die werden zwar gewährleistet,
geleistet und Zensur findet nicht statt. Das wiederum ist auf Filme nicht anwendbar. Zu Recht ist nämlich eine der Grundsäulen einer freien Demokratie bei uns in Deutschland, dass keine Zensur stattfinden darf. Dennoch findet auch dieser Grundgesetzartikel heute seine Wenns und Abers, nämlich dort, wo andere gleich wichtige Rechte verletzt werden können. Das steht zum Beispiel in einem Papier der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften, kurz BPJS. Und genau dort arbeitet die heutige Filmzensur mit wohlanständiger Begründung. Es geht darum, Kinder und Jugendliche, in Anführungsstrichen, vor solchen Medien zu schützen, die ihren sozial-ethischen Reifungsprozess negativ beeinflussen könnten. Also mit anderen Worten, viele Filme sind in Augen der Prüfer gewaltverherrlichend bzw. pornografisch oder grundsätzlich gewalttätig. Also nach dem StGB § 184.3 für alle, die es genau wissen wollen. Vergegenwärtigt man sich allerdings dieses System, nachdem heute die Filmkunst zensiert wird, stellt man schnell fest, dass die staatlichen und staatlich beeinflussenden Organisationen ihren liberalen Vorgängen gar nicht gerecht werden können. Jetzt stellen wir euch so ein bisschen die Institutionen vor, die dahinter stehen, hinter dieser sogenannten Zensur oder der Beschränkung im deutschen Sprachraum bzw. nur in Deutschland. Da ist zum einen die sogenannte freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Mit diesem Titel können wahrscheinlich alle von euch was anfangen, aber mit der Abkürzung sehr wohl, der FSK. Die besteht nämlich aus Vertretern der Filmwirtschaft, einzelnen staatlichen Jugendbehörden und Kirchenvertretern tatsächlich. Dort wird vor der Veröffentlichung des Films die für den Verleih bestimmte Altersfreigabe erstellt. Nicht selten werden dort auch Schnittauflagen empfohlen, in Anführungszeichen, die der Verleiher jedoch einhalten muss, um für seinen Film einen jugendfrei zu bekommen. Also das heißt ohne Altersbeschränkungen ab 6 Jahren, ab 12 Jahren oder eben ab 16 Jahren. Da muss ich auch noch mal was einwerfen, und zwar Filme, die jetzt aktuell im Kino laufen, werden sehr, sehr selten mit Schnittauflage dort dem Publikum gezeigt. Erst auf DVD kann dann die zensierte Version erscheinen, unter Umständen zum Beispiel. Also ich habe auch schon Filme im Kino geguckt, wo ich zu Hause dachte, ach, den gucke ich mir gerne noch mal an, und dann habe ich gedacht, also habe ich mir eine Szene ausgedacht? Da war doch im Kino noch ein bisschen mehr. Aber genau so funktioniert das. Zum Beispiel auch auf Netflix gibt es keine Zensur. Ja. Netflix darf selber entscheiden, ab wie vielen Jahren das freigegeben wird, und die FSK ist da so ein bisschen ihre Schranken gewesen, was ich großartig finde. Der Grund für den Unterschied zwischen dem Kinofreigabe und der DVD-Freigabe, das ist die Logik, die dahinter steckt, von den Seiten der FSK, ist, glaube ich, auch, dass im Kino letztendlich geprüft wird, wer reingeht oder wer nicht. Ja. Und diesen Prüfmechanismen hast du bei DVDs eben nicht, weil du ja nicht in die Häuser Leute reingehen kannst. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter, trotzdem fragwürdig. Auf jeden Fall zurück zur FSK. Nach dem Schneidevorgang, der zuvor von der FSK empfohlen wurde, für den jeweiligen Verleiher, tritt das Gremium erneut zusammen und prüft das so entstandene Filmfragment. Wird immer noch keine Einigung erzielt, so tritt ein neues Gremium zusammen, das diesmal um die Vertreter von Filmverleihen reduziert und um einige Kirchenvertreter erweitert wird. Dann gibt es meistens keine weiteren Probleme mit der Freigabe. Dann nochmal zur BPJS. Deren Aufgabe ist es ja, als Bundesbehörde mit gerichtsähnlicher Funktion von Jugendämtern eingereichte Indizierungsanträge zu prüfen und die Filme dann gegebenenfalls zu indizieren. Also die Indizierung bedeutet faktisch das Aus für den Film. Also der darf weder an öffentlich zugänglichen Orten ausgestellt, gezeigt oder beworben werden. Nur in Videotheken oder Kinos, die Jugendlichen keinen Zutritt gewähren, darf der Film dann noch gezeigt oder angeboten werden. Wie du schon gesagt hast, da kann man es ein bisschen besser kontrollieren. Wobei ich damals in Jugendjahren auch den ein oder anderen Videothekenbesitzer hatte, der mir unter dem Tresen den ein oder anderen Film rübergeschoben hat. Aber naja, gut, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also diese Indizierung trifft für alle Pornofilme und die meisten Horror-, Action- und Eastern-Filme zu. Darüber hinaus ist jeder Film automatisch indiziert, der nicht der FSK vorgelegt wurde und daher keine Altersfreigabe hat. Dies hat auch nicht selten dazu geführt, dass ganz offensichtlich Kinderfilme, deren Verleiher geglaubt hatten, keine FSK beantragen zu müssen, aus dem Verleih genommen werden mussten. In den 90er Jahren waren das zum Beispiel zwei Clever- und Smart-Filme. Also die werden heute ab 0 Jahren freigegeben, aber die wurden indiziert, weil sie nicht bei der FSK vorgelegt wurden. Tja, da läuft eben auch nicht alles so gründlich, wie man sich das vielleicht vorstellt. Genau, neben dem Indizierungsverfahren gibt es noch eine weitere Stufe, das ist die Beschlagnahme. Ja. Und das wird durch die Amts- und Landesgerichte sozusagen durchgeführt oder entschieden. Sie stellen nämlich die rigoroseste Filmzensur dar. Etliche Titel verstoßen nach Meinung der Gerichte gegen geltendes Gesetz und gehören ganz aus dem Verkehr gezogen. In diesem Fall wird eine bundesweite, wie ich schon gesagt habe, Beschlagnahme gegen den Titel ausgesprochen. Was sind die Konsequenzen? Tja, alle Kopien müssen eingezogen und vernichtet werden. Der Besitz solcher Filme stellt eine Straftat dar. Von dieser Maßnahme sind bislang 170 Filme wegen angeblichen Verstoßes gegen den Paragraphen 131 im Strafgesetzbuch und 169 Filme wegen angeblichen Verstoßes gegen den Paragraphen 184 Absatz 3 des Strafgesetzbuchs betroffen. Wir sind sehr genau. Ja, nicht, dass man uns irgendwie vorwirft, dass wir falsche Informationen
veröffentlichen, das ist nicht der Fall. Worin nun allerdings die Straftat besteht, bleibt einzig dem Ermessen der Staatsanwälte und Richter überlassen, die sich mit der Beschlagnahme befassen. Und weil nun Richter nicht unbedingt Sachverständige in Fragen der Filmästhetik sind, kann es da schon einmal zu etwas eigenartigen Begründungen kommen. So äußert sich beispielsweise die Staatsanwaltschaft Pforzheim anlässlich einer Anfrage, warum Halloween 2 beschlagnahmt worden sei, wie folgt. Es ist halt so in diesem Land, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Ja, das ist eine sehr gute Begründung. Es gibt ja auch noch die offizielle Begründung des Verbots, die sich noch ein bisschen umfangreicher dann anhört. Die vom AG Pforzheim angeordnete Beschlagnahme des Videofilms Halloween 2 beruht im Wesentlichen darauf, dass dessen Inhalt als eine zusammenhanglose Aneinanderreihung bestialischer Gewalthandlung gegen Menschen bewertet wurde, wobei die einschlägigen Szenen nach ihrem gesamten Darstellungszusammenhang zudem eine Verharmlosung derartiger Gewalttätigkeiten darstellen, die auch nicht dem Bereich der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte zuzuordnen seien und auch keinerlei Kunstwerk darstellen. Puh, da braucht man einen langen Atem für diese Begründung. Aber das ist so typisch deutsch. Es ist wunderbar verklausuliert und es ist so umständlich geschrieben, wie es nur geht. Wenn man das Ganze mal vergleichen würde mit dem letzten Halloween-Teil, der ab 16 Jahren freigegeben ist, der wesentlich brutaler war als Halloween 2 damals von 1981, wo Rick Rosenthal noch Regie geführt hat, ist es schon beinahe gar nicht mehr nachvollziehbar. Aber das ist wahrscheinlich einfach dem Zeitgeist geschuldet. Ja, das war bei Dawn of the Dead übrigens auch so, dass die 1978er Version im Grunde genommen harmloser als die 2004er Version. Richtig. Aber trotzdem ist das erstere bis vor kurzem, glaube ich, indiziert gewesen und tja, keine Filmästheten da am Werk und auch keine Filmlogiker offensichtlich. Ja, aber andere Werke lassen die Kriterien, mit denen sie verboten werden, irgendwie schon ein bisschen paradox erscheinen. Also so wurden zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, eben ein bisschen angerissen habe, Dawn of the Dead und Day of the Dead von George A. Romero beschlagnahmt, Peter Jacksons Brain Dead, Texas Chainsaw Massacre 1 und 2 von Tobe Hooper und The Evil Dead von Sam Raimi stehen ebenfalls auf dem Index. Und man muss bei diesen Filmen eigentlich gar nicht anführen, dass es sich um Kunstwerke handelt, weil sonst bedient man ja quasi das Argument der Zensoren, was nicht Kunst ist, darf verboten werden. Ja. Diese Filme stellen jedoch preisgekrönte und von Kritikern und Filmwissenschaftlern weltweit geachtete Genrebeiträge dar. Das jedoch interessiert der deutschen Filmzensur nicht. Ja, man kann also von Bevormundungen erwachsener Bürger sprechen. Sie haben dann einfach keinen Zugriff auf die verbotenen Kunstwerke mehr. Staatlich und kirchlich verordnete Kunstschändung, so wie ich es nennen würde, also seitens der Schnittvorgabe der FSK, finden dann halt statt. Und nicht zuletzt findet ja auch eine Kriminalisierung jedes liberal eingestellten Filmkunstliebhabers statt. Und das angeblich alles im Einklang mit dem Grundgesetz. Also die Filmzensur verhilft den Film oftmals zu viel größerer Popularität, als sie ohne diese Repression überhaupt gehabt hätten. Ein verbotener Film ist auch viel mehr begehrt, was ein immenses Angebot auf internationalen Filmbörsen schnell veranschaulicht. Ich war selbst früher mal auf Filmbörsen unterwegs und die Leute hatten Glitzern in den Augen, als die gesehen haben, wow, die Filme gehen nicht nur 70 Minuten, die gehen ja eigentlich 100 Minuten oder 95 Minuten. Was habe ich alles damals nicht gesehen, als ich jung war? Der vierteljährliche BPJS-Report, der immer erscheint, der immer sämtliche indizierten und beschlagnahmten Titel samt Quellen listet, das hat damals und heute verhilft das jedem Filmkunstliebhaber, ja, die nötigen Informationen zu bekommen. Ich gucke mir die Liste an, das war früher auch so, als ich noch jünger war. Kumpels haben gesagt, hast du die Liste gesehen? Ich sage, ja, dann müssen wir mal gucken, ob mein Bruder uns die Filme besorgen kann, ob es auf VHS ist. Gut, so alt bin ich auch nicht. Es war damals total reizvoll zu sehen, was sind das nur für Filme? Was wird da nur gezeigt? Ich finde vor allen Dingen auch, dass Kunst manchmal wehtun muss. Und manchmal vor allen Dingen auch zum Nachdenken anregen muss und eben Tabus auch ausloten sollte. Ich meine, wenn so ein Konstruktionscharakter, gerade wie bei Braindead, klar zu erkennen ist, dann die Dinge auch deutlich überzeichnet sind, dann sollte man über Zensur meines Erachtens gar nicht nachdenken. Gerade weil überzogene Gewalt von Leuten eben auch als Unterhaltung wahrgenommen wird, nicht als Inspiration, es irgendwie selber zu machen. Ja, und ich meine, auch bei realistischer Gewalt gilt, es weiß ohnehin heute jeder, wie er an Filme rankommt. Gerade Erwachsene sollten selber entscheiden dürfen, was sie sich zumuten. Er sollte Grenzen ausloten. Er sollte vielleicht auch diesen Raum für Eskapismus letztendlich bieten, auch zum Nachdenken anregen. Ja. Weil viele Filme sind auch irgendwie allegorisch und metaphorisch angelegt. Das heißt, die Szenen, die da gezeigt werden, da wird dann vielleicht in irgendeiner Form was auf was anderes angedeutet, auf Gesellschaftsverhältnisse, die zu kritisieren sind, auf vielleicht Gesellschaftsformen, Faschismus, politische Formen. Deswegen können solche Filme, die gewalttätig auf den ersten Blick sind, eben auch sehr lehrreich auf den zweiten sein. Ja, und da wir bei verbotenen Filmen sind, beziehungsweise auch Filme, die indiziert wurden oder auch versucht wurden, sie zu indizieren, haben wir ein wunderbares Beispiel, nämlich unseren ersten Gast. Ich werde diesen Gast mit einem Zitat von Oliver Stangl vom Ray Film Magazin erstmal einleiten. Und zwar handelt es sich um Jörg Buttgereit. Jörg Buttgereit ist, das lässt sich wohl ohne Übertreibung behaupten, eine lebende Legende. Wenn man nach dem Genre fragt, in dem Buttgereit sein legendäres Unwesen treibt, wird die Sache aber schon schwieriger.
Nicht nur, dass er im Bereich Film, Theater, Hörspiel, Comic und Filmkritik tätig ist, Budgereit unterwandert gern die Erwartungen, die man gemeinhin an Genre stellt und kreiert seine eigenen. Gemein ist seinen Werken jedenfalls das Interesse an jenen seelischen Abgründen, die von der Gesellschaft gern verdrängt, geächtet und gefürchtet werden. Und das war nicht das einzige Zitat, um euch ein bisschen neugierig zu machen. Dr. Martin Schmidt vom Deadline Filmmagazin, auch ein Magazin, das man in jedem Bahnhofskino mittlerweile kaufen kann. Vielleicht wäre es früher in den 80ern auch niemals unterm Ladentisch hervorgekommen. Durch die Extreme seiner Protagonisten lotet Jörg Budgereit die ethisch-moralische Basis der modernen Gesellschaft aus und ist damit einer der letzten Vertreter des aufgeklärten Humanismus. Wir begrüßen jetzt, ohne weitere Umschweife, den Autor, Film-, Hörspiel- und Theaterregisseur sowie Filmkritiker Jörg Budgereit, der uns Kultfilme gebracht hat wie Nekromantik 1 und 2, Der Todesking und Schramm. Und ich hatte die große Ehre, mit ihm telefonieren zu können. Herr Budgereit, für manche liest sich Ihre Vita wie ein Abenteuer. Film- und Theaterregisseur, Autor einer eigenen Comicbuchreihe, Kritiker und Hörspielproduzent. Wie kam es zu diesem vielseitigen und sicherlich auch aufregenden Leben? Also diese Vita, die lässt ja vermuten, dass ich total viele Sachen studiert, gelernt und so habe, aber nichts dergleichen. Tatsächlich bin ich gelernter Schauwerbegestalter, was man auch eigentlich als Dekorateur bezeichnen kann. Mhm. Und all die anderen Sachen, die ich gemacht habe, habe ich eigentlich einfach gemacht. Und die Leute haben es mir geglaubt. Also die Leute haben mir erst geglaubt, dass ich Filmregisseur bin, dann haben sie mir geglaubt, dass ich Hörspielautor bin und Hörspielregisseur, dann haben sie mir geglaubt, dass ich Theaterautor und Regisseur bin und so geht es immer weiter. Also ich habe einfach gemacht. Immer learning by doing. Das ist eigentlich so meine Devise gewesen immer. Mhm. Also das ist eigentlich bis heute. Und ich denke mal, dass es daher kommt, dass ich ja in den späten 70ern und frühen 80ern eben so jung und kreativ war und daher dieser Do-it-yourself-Spirit, dieses mach doch alles selber, dieser Punk-Spirit, der war einfach da, ne? Mhm. Man wollte sich nicht dem Diktat der Unterhaltungsindustrie ergeben und wollte eine Gegenkultur entwickeln oder eine Independent-Kultur. Und das haben wir einfach gemacht damals. Das habe ich gemacht und ich hatte genügend Mitstreiter, weil eben einfach der Geist in den 80ern, dieser Zeitgeist, der war einfach so, ne? Also wenn ich Schallplatten gekauft habe, bin ich auch immer nur in diese Independent-Plattenläden hier in Berlin gegangen. Mhm. Den Zensor in Berlin, den Vinyl-Boogie, also da Plattenläden, wo nur selbstproduzierte Platten auch verkauft wurden. Ja. Und das ist sozusagen die Grundvoraussetzung für diesen Hochmut, einfach alles selbst machen zu wollen. Gab es da irgendwie auch Vorbilder, dass Sie gesagt haben, gut, learning by doing ist, ich bringe es mir jetzt selbst bei, aber dass man irgendwie mal was gelesen hat, der hat auch so angefangen oder dass man irgendwie so Inspiration von einem bestimmten Künstler hatte? Ja, natürlich jede Menge Horrorfilme zu der Zeit, die in Deutschland auch verboten waren und die auch in diesem Punkrock- oder Untergrundgefilden sehr gesucht waren. Das heißt, diese Beschäftigung mit Horror, die war schon relativ früh da. Ja. Und dann gab es aber auch einfach diesen Willen zur Grenzüberschreitung. Und in diesem Kontext habe ich die Filme von John Waters gesehen, die frühen. Mhm. Also amerikanischer Regisseur, der viele schockierende Filme gemacht hat und die auch völlig autark in Baltimore in USA inszeniert hat. Ja. Und einige davon sind tatsächlich in Deutschland richtig regulär ins Kino gekommen. Also nicht in große Kinos, sondern wirklich in so kleine Programmkinos. Ja. Auch hier war dieser Untergrund viril. Und ja, als ich diese John Waters-Filme gesehen habe, dachte ich mir, okay, da ist jemand, der macht wirklich die widerwärtigsten und absurdesten Filme und die laufen denn hier richtig auf 35 mm im Kinoformat, ja. Im Kino in Berlin. Und das will ich auch. Ne? Also das war, glaube ich, so eine Initialzündung, dass ich dachte, okay, das machen wir jetzt. Ja. Weil die hatte natürlich auch überhaupt keine Fähigkeiten, sage ich mal, im klassischen Filme machen und
das hat mich natürlich angespornt, dass jemand, der formal nicht viel auf dem Kasten hat, dessen Filme werden ja auch im Kino gezeigt, ne? Ja, stimmt. Die Szene, wo die Wein dann den Hundekot isst, fällt mir da gerade ein. Genau, genau. Das ist ja so die klassische Szene, mit der er berühmt geworden ist. Aber selbst da hatte er schon 2-3 Filme vorher gemacht. Also 16 Millimeter, bei mir war es dann erst Super 8 und später dann 16 Millimeter. Das heißt, damals gab es ja noch nicht die Videotechnik, die war noch nicht so verfügbar. Und im Nachhinein bin ich da auch sehr froh, weil wenn ich die Filme früher auf Video gemacht hätte, hätten die halt längst nicht so ausgesehen, wie sie heute aussehen. Und das wäre auch nicht möglich, davon heute HD-Versionen zu erstellen. Ne? Das geht natürlich nur, wenn man richtige Originale, richtige Filmnegative und so hat. Und das Equipment, das haben Sie dann einfach sich so zugelegt, wird ja wahrscheinlich auch damals recht teuer gewesen sein. Naja, Super 8 war ja sozusagen die Videokamera oder das Handy von damals. Ja. Ich habe mir eine Super 8 Kamera gekauft, weil die war verwahrend verfügbar. Da ist man in so ein Fotogeschäft oder ein Kaufhaus gegangen und hat sich die gekauft. Und ich habe mir meine erste Kamera tatsächlich von dem Geld gekauft, was ich zur Konfirmation bekommen habe. Und da habe ich immer gesagt, schenkt mir Geld, und den nächsten Tag bin ich in den Laden gegangen und habe mir eine Kamera gekauft. Vielleicht so ein bisschen noch zum Inhaltlichen. Also in Ihrem Film geht es ja auch oftmals um Fetische, Gewalt, Blut, auch Nekrophilie, auch gerade mit Nekromantik 1 und 2 eingeschlossen. Mhm. Aber auch um das Zwischenmenschliche, also Beziehungen, Nähe und Liebe und vor allem die Psyche der ProtagonistInnen. Was reizt Sie denn persönlich so an dem Abgründigen Ihrer Charaktere? Also die sind ja nicht alle fröhliche Gestalten, die irgendwie nichts zu verbergen haben, oder? Ja. Also wie gesagt, es gab damals während dieser Punk-Zeit ja einfach diesen Willen zur Grenzüberschreitung, und auffallen tut man natürlich am ehesten mit schockierenden Inhalten. Ja, diese Beschäftigung, ging auch um eine Auflehnung. Musik und die Industrial-Kultur, die damals auch so entstand, also aus Robin Gristle aus England oder SPK aus Australien, also diese ersten Lärmbands, die haben True Crime immer mit so gespielt. Das heißt, Edward Gein, dieser Grabräuber aus Plainfield in Wisconsin, oder Charles Manson, all diese Sachen, die schwirrten da rum, und das waren dann eigentlich auch so die Sachen, mit denen ich mich damals beschäftigt habe. Ich habe dann Biografien über Charles Manson gelesen und über Edward Gein, und daraus ist die Idee gekommen, einfach diese realen Fälle mit meiner Vorliebe für Horrorfilmchen so zu verbinden. Ne? Ja. Dadurch, dass meine Eltern zu der Zeit, also erst ist mein Vater krank geworden, hatte so Gehirntumore und so, und meine Mutter ist dann in den Ende der 80er auch an Krebs gestorben. Ja. Dadurch habe ich diese Beschäftigung mit Tod einfach zwangsläufig immer im Kopf gehabt. Und das hat sich alles vermengt in diesen Filmplots. Mischung aus den Sachen, die Kultur mir so in den Kopf gesetzt hat, und der Notwendigkeit, sich mit dem Tod und der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen zu müssen. Und da entstehen dann halt so relativ impulsive Sachen wie Nekromantik. Und der ist ja dann auch dementsprechend eingeschlagen. Ja, absolut. Wobei ich selbst heute staune, wie gut das funktioniert hat, ne? Weil es ja damals noch kein Internet gab und diese weltweite Verbreitung des Films irgendwie von ganz alleine nur über Mundpropaganda funktioniert hat. Das ist schon irre. Ja, das erinnert mich auch so ein bisschen an den ersten Film von David Lynch, Eraserhead. Das war ja auch so. Genau. Entstanden, aber der ist auch genau in Amerika gab es halt dieses Phänomen dieser Midnight-Movies. Ne? Richtig, das heißt, die haben da Filme ewig lang im Nachtprogramm gezeigt, und das ist hier ein bisschen rübergeschwappt. Und John Waters und Lynch, das waren die Sachen, die dann damals hier auch im Kino liefen. Genau. Also ich habe ja auch selbst hier in einem Kino gearbeitet in Berlin und habe diese Filme auch selbst vorgeführt, denn Anfang der 80er Jahre. Um nochmal zu Nekromantik jetzt ein bisschen zurückzukommen, man hat ja immer versucht, der wurde ja nie indiziert, hat aber natürlich vielerorts Kritik hervorgerufen. Er soll nicht indiziert werden.
werden, genau. Aber da konnten wir uns gegen wehren. Und da ist die große Frage, wie haben Sie es geschafft, den als Kunstfilm tatsächlich jetzt zu verkaufen, beziehungsweise es ist ja auch absolut Kunst. Es wurde ja von Kritikern nicht so gesehen. Wie haben Sie es denn geschafft, dass das überhaupt möglich war? Zu der Zeit vor allem, wo viel indiziert wurde, viel geschnitten wurde. Wie ist das zustande gekommen? Also, ich habe den ja selber so nicht deklarieren können. Die ersten Probleme hat ja Nekromantik 2, der zweite Teil, bekommen. Der ist nicht nur indiziert, sondern bundesweit beschlagnahmt worden. Das ist nochmal eine andere Nummer. Also eine Indizierung ist ja lediglich ein Werbeverbot. Da wird einem der Film ja nicht weggenommen. Aber bei einer Beschlagnahme, wurde mir unterstellt, dass dieser Film eben einen Straftatbestand darstellt und der sollte vernichtet werden. Okay. Und dagegen mussten wir uns natürlich gerichtlich wehren, beziehungsweise mit dem Werkstattkino in München haben wir das zusammen gemacht, weil da diese Anklage erhoben worden war, weil der Film da in einem Kino lief und da wurde er auch beschlagnahmt. Okay. Und der Film ist dann nach einem Prozess von fast 2 Jahren von einem Sachverständigen, von einem unabhängigen Gutachter, eben zur Kunst erklärt worden. Der hat gesagt, der Film, aus seiner Sicht ist der Film eben, erfüllt ja nicht diesen Straftatbestand der Gewaltverherrlichung, das war also der Vorwurf, den die dem Film gemacht haben, sondern es handelt sich sehr wohl um Kunst und das hat er dann auch bewiesen in einem 20- bis 30-seitigen Schriftstück. Ja. Und Nekromantik 1 sollte kurz danach eben auch oder während des Prozesses auch indiziert werden vom Jugendamt in Augsburg. Und die haben eben geschrieben, dass sie den Antrag erhalten haben, irgendwie vom Jugendamt in Augsburg, haben an die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, hieß das damals noch, heute heißt es Medien dann natürlich, da haben die halt einen Antrag gestellt und sie hätten eben diesen schrecklichen Film Nekromantik in einer Erwachsenenvideothek gesehen und der sollte indiziert werden, damit Jugendliche den nicht sehen. Da haben wir gesagt, naja, wenn der in einer Erwachsenenvideothek gefunden wurde, gibt es doch eigentlich kein Problem, weil Jugendliche ja da nicht rein dürfen. Richtig, genau. Ja. Und dann haben die den nicht indiziert. Also das war einfach ein Formfehler. Und okay. Wie gesagt, dann gab es eben dieses Urteil, dass Nekromantik 2 Kunst ist. Und dann hat sich das einfach so, dann hat sich da niemand mehr rangewagt, sag ich mal. Also es war ein bisschen Glück und es war auch dieses Gutachten von diesem Sachverständigen, von diesem Filmwissenschaftler damals, ja, der die Filme gerettet hat. Ja, die Frage, die jetzt kommt, baut ja natürlich auch gut drauf auf. Wie stehen Sie denn generell überhaupt zu dem Thema Zensur in Deutschland, also zur FSK-Indizierung oder auch dem Index? Was macht das Ihrer Meinung nach mit Werken von RegisseurInnen und sehen Sie überhaupt jetzt aktuell eine Notwendigkeit auf eine Umgestaltung dieser Instanzen oder sind die immer noch zeitgemäß? Also ich glaube, dass sich Institutionen wie die FSK oder die Bundesprüfstelle, dass die sich eigentlich erübrigt haben, ne? weil wir in einer global vernetzten Welt leben, wo man diese Landesgrenzen überhaupt nicht mehr halten kann. Also früher musste ich wirklich, wenn ich einen Horrorfilm haben wollte, der in Deutschland indiziert oder verboten war, musste ich nach Holland fahren oder nach Großbritannien oder nach USA und mir den da kaufen. Ja. Und das habe ich dann auch wirklich gemacht, auf Urlauben oder bei Reisen. Also ich bin regelmäßig immer nach London geflogen und hab da eingekauft. Genau. Und heutzutage interessiert es doch keinen Menschen mehr, ob die FSK irgendwie ein 16er oder ein 18er Siegel irgendwo raufmacht, weil wenn der Film einfach nicht in der Version verfügbar ist in Deutschland, dann bestellt man sich den eben im Ausland. Oder guckt sich online an. Das ist völlig, also mich wundert, dass diese Institutionen überhaupt noch eine Daseinsberechtigung haben, weil sie ja überhaupt keine Funktion mehr erfüllen. Das ist mehr so eine Scheintätigkeit, die die noch erfüllen, glaube ich. Die suggerieren, okay, wir passen auf, dass da keine schlimmen Werke veröffentlicht werden oder dass die Jugendlichen nicht verdorben oder desorientiert werden, aber diesen Einfluss haben die ja nicht mehr, weil einfach niemand, ja, weil die sie schützen wollen, die kümmern sich da eh nicht drum, ne? Ja, ja. Also selbst damals in den 80ern war es so, dass die
dass die Bundesprüfstelle ja Listen veröffentlicht hat mit Filmen, die jetzt indiziert wurden. Und diese Listen waren einfach damals die Suchlisten für Filme. Das ist auch damals schon völlig nach hinten losgegangen. Weil oftmals ja auch das Verbot dieser Filme überhaupt erst interessant gemacht hat, ne? Also ja. Was wir für Gott nicht schlechte Filme geguckt haben, nur weil sie auf dem Index waren, das würde mich heute nicht mehr da offen vorlocken. Ja, dann tatsächlich vom ganzen Filmischen weg, weil wir sind ja im Studiengang Literaturwissenschaft und auch Theaterwissenschaft verwurzelt. Sie sind ja, also was man so aus Ihrer Vita rauslesen kann, sind Sie ja auch ein Theaterfreund. Also auch mit Theaterinszenierung. Ich hatte auch gesehen, Sie hatten von David Lynch die Elefantenmensch bearbeitet. Tatsächlich nicht von David Lynch, sondern von dem eigentlichen Autor. Aber Lynch hat ja zeitgleich zu dem Theaterstück, glaube ich, das Drehbuch geschrieben. Beziehungsweise den Film gemacht. Also der Film und der Theaterstück haben eigentlich sind zwei autark entstandene Produktionen. Und ich habe mich dann bei beiden bedient. Also ich habe natürlich im Theater Dortmund, die haben das Stück lizenziert, die deutsche Version des Theaterstückes. Und ich habe dann aber sehr viele Elemente aus dem Lynch-Film übernommen in die Inszenierung. Woher kommt das bei Ihnen überhaupt, dass Sie gesagt haben, ja, ich habe jetzt Filme gemacht, jetzt wage ich mich mal ans Theater ran? Wie auch bei Hörspielen, war es so, dass ich das Angebot bekommen habe, das zu machen. In Hörspielen hat mich der WDR irgendwann mal gefragt, ob ich nicht ein Hörspiel schreiben will. Er hat gesagt, ja, mach ich. Mhm. Ich habe Probleme, meine Filme zu finanzieren, dann mache ich jetzt einfach Hörspiele draus. Und ähnlich war es beim Theater. Ich habe einfach aus Dortmund das Angebot bekommen, da Theaterstücke zu machen. Und die durfte ich mir auch noch selbst ausdenken. Ja, und der Elefantenmensch war eigentlich, glaube ich, das einzige Stück, was ich nicht selbst geschrieben habe. In Essen habe ich dann nochmal die lebenden Toten gemacht. Und ansonsten waren das aber immer alle Stücke, die ich selbst gemacht habe. Also auch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, über Edward Gein ein Stück, alles so Sachen, die dann, ja, im Grunde Sachen, die ich sonst vielleicht als Filme weiter inszeniert hätte, dann aber einfach auf der Theaterbühne nochmal was ganz anderes entwickelt haben. Das heißt, man hat mich einfach gefragt und man hat mir das zugetraut und dann habe ich es einfach gemacht. Okay. Also das ist generell immer diese Herangehensweise bei meinen Sachen, ne? Habe ich ja erzählt. Also ich bin da relativ ohne Scheu. Ich wage mich da einfach ran und denke mir, irgendwie wird schon schief gehen. Also damals die Filme gemacht habe, hatte ich auch nur vom Filme gucken einen Schimmer. Und als ich die Hörspiele angefangen habe zu machen, da dachte ich mir, warum Hörspiele gibt es soweit heutzutage überhaupt noch? Und bei Theater, also mit Theater hatte ich eigentlich auch wenig am Hut. Habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht. Aber dadurch, dass ich einfach die Stoffe, mit denen ich mich beschäftige, in diese verschiedenen Medien überführen konnte, hat mir das natürlich einen großen Spaß gemacht. Und sowohl bei den Hörspielen als auch bei den Theaterstücken hatte ich natürlich auch Gelegenheit, dann endlich mal mit echten Schauspielern zu arbeiten, was im Film ja noch nicht so war. Da habe ich da einfach nur Freunde vor die Kamera gestellt, ne? Gibt es denn jetzt noch so, wenn Sie sich das alles mal anschauen, was Sie gemacht haben, haben Sie da irgendwie eine Lieblingsarbeit, wo Sie sagen, darauf bin ich jetzt besonders stolz und das nehme ich jetzt immer noch mit als meine beste Arbeit so mit? Also man guckt sich seine eigenen Sachen ja nicht an, ne? Man hört sich die Hörspiele auch nicht an und die Theaterstücke sind eh weg, sag ich mal. War manchmal so ein paar Aufzeichnungen von, mal mehr oder weniger professionell. Aber letztendlich, ich merke halt, dass die Filme noch sehr viel geguckt werden und ja heute eine viel größere Verbreitung haben, dadurch, dass die auf DVD und Blu-ray verfügbar sind, dass die heute viel größere Verbreitung noch haben als damals und dass die Theaterstücke natürlich mehr für den Moment gemacht wurden. Die liefen dann zwar fast immer ein Jahr lang in Dortmund, sind aber dann natürlich irgendwann abgesetzt worden. Und deswegen ist das etwas flüchtiger, deswegen kennen das auch nicht so viele Leute. Ja. Bei den Hörspielen, das kennen auch viele Leute, einfach weil die Sachen über den WDR oft zum Download zur Verfügung stehen. Mhm. Und ja, bei den Büchern, die werden halt zum Teil wieder aufgelegt, die ich gemacht habe, auch Filmbücher gemacht oder die Captain Berlin Comics, ne, das sind Sachen, wo was bleibt. Und ja, was mir heute am meisten Spaß macht, muss ich wirklich sagen, sind tatsächlich eher die Berlin-Comics, weil diese doch sehr eingegrenzte Arbeitsweise, ich schreibe was und Zeichner machen denn daraus was,
Das ist so eine einfache Arbeit und so unabhängig von Budgets, dass das natürlich sehr befriedigend ist, weil es sehr nah an dem dran ist, was man sich vorstellt. Ne? Und ich bin auch mit Comics aufgewachsen als Kind. Insofern ist das was, was mich sehr zufriedenstellt. Aber jetzt so ein Lieblingskind von diesen ganzen Sachen habe ich nicht. Ne? Man kriegt halt das Feedback, was, und wenn ich merke, dass den Leuten das was bringt, dass die Leute da Denkanstöße von bekommen oder sich gut unterhalten, dann bin ich zufrieden. Okay. Aber wenn ich mir jetzt meine alten Filme ansehe, da wundere ich mich oft selbst, wie andere Leute das überhaupt ernst nehmen können. Ne? Das ist schon, deswegen vermeide ich eigentlich da jetzt großartig noch reinzugucken, weil ich mich einfach auch so oft schon damit beschäftigt habe. Oder bei Screenings und Festivals, die ja immer noch stattfinden, da gucke ich mir dann die letzten 2 Minuten an, um mitzubekommen, wie das Publikum so drauf ist, aber vermeide dann wirklich die Filme nochmal zu sehen. Man kennt es ja wirklich auswendig. Ja. Dann ist vielleicht noch die letzte kleine ergänzende Frage. Was könnten wir denn noch innerhalb der nächsten Jahre von Ihnen erwarten? Haben Sie noch irgendwie so ein Projekt in der Pipeline, worüber Sie jetzt entweder exklusiv sprechen wollen oder noch irgendwie geheimnisvoll darauf eingehen? Also, zurzeit, in Pandemiezeiten, ist ja irgendwie, sind ja viele zukünftige Projekte auch ein bisschen ausgebremst worden. Also es gab jetzt schon die Anfragen, dass ich auch mal in Wien am Theater ein paar Sachen mache, aber eher so Shows und nicht unbedingt, also so kleine Talkshows, nicht unbedingt Theaterstücke. Mhm. Und es gibt natürlich neue Captain Berlin Hefte, also die Pandemie hat jetzt auch dazu geführt, dass ich schon die nächsten 3 Hefte fertig und ja, eventuell wird es auch eine Neuauflage von meinem Buch Japan, die Monsterinsel geben, das ja schon lange vergriffen ist und zu astronomischen Preisen gehandelt wird. Mhm. Das heißt, da hat die Pandemie hat so ein bisschen bei mir bewirkt, dass ich ein bisschen Sachen sortieren konnte, ne? Wie ein Buch überarbeiten und erweitern, sowas macht man ja nicht zwischen Tür und Angel, dazu braucht man ein bisschen Muße. So eine Sachen sind jetzt halt so in der Pipeline, um es mal so zu sagen. Ja, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ja. Ja, im Prinzip war es das mit dem Interview, also erstmal vielen Dank, dass Sie sich überhaupt die Zeit genommen haben. Ja, okay. Man hat ja jetzt mehr Zeit, also ich habe zumindest mehr Zeit. Ich arbeite ja nicht in irgendeinem systemrelevanten Beruf, sondern ich habe eigentlich jede Menge Absagen von Festivals, wo ich nicht hinfahre oder von Theatern, wo ich nicht mache. Also insofern ist das ja eigentlich eher ein ganz guter Zeitpunkt jetzt. Ja, und da sind wir auch wieder. Und es geht skandalös weiter, nämlich mit Skandalfilmen von den 60er Jahren bis heute. Und das sind Filme, die damals, so wie vielleicht immer noch, für Aufschreie gesorgt haben. Und wir haben mal einige rausgesucht und wollen so ein bisschen erklären, was war daran so verrückt und warum waren sie eventuell verboten. Und beginnen möchte ich mit Das große Fressen, ein Film, den ich mit meinem lieben Freund Flo auch erst vor kurzem nochmal gesehen habe. Der wurde nämlich in den 70er Jahren mehr als schockierend aufgenommen. Neben den skandalösen Handlungen waren es auch derbe Sexszenen, die explizit dargestellten Fressszenen und die überdeutlich hörbaren Verdauungs- und Blähungsgeräusche der Protagonisten, die den bisherigen Seh- und Hörgewohnheiten der 60er Jahre komplett zuwiderliefen. Und in Irland wurde der Film sogar mit einem Aufführungsverbot belegt. Heute kann man fast ein bisschen drüber schmunzeln, wenn jemand furzt. Ich meine, das ist in jeder zweiten B-Movie-Komödie, wenn man mit Humor nicht weiterkommt, lassen wir jemanden furzen. Selbst Robert De Niro war in aktuellen Komödien davon nicht verschont geblieben. Ja, und die Sexszenen fand ich auch nicht wirklich derbe. Die waren eher angedeutet. Ja, damals war doch irgendwie Sittlichkeit noch ein größeres Thema, dass man eben auf Klo gar nicht zeigen durfte und sowas. Richtig. Aber ja, da sieht man, die Sehgewohnheiten verändern sich auch ein bisschen, das Wertesystem unserer Gesellschaft. Wir hatten damals auch fantastische Schauspieler wie Marcello Mastroianni, Michele Piccoli. Das waren nur 2 Namen, die in dem Cast damals aufgetaucht sind. Und die Leute, die in den Kinofilm gegangen sind, dachten auch, oh, der Mastroianni hat vorher großartige Klassiker gemacht wie La Dolce Vita. Und plötzlich sieht man ihn in dieser Rolle. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn die ein oder andere zart beseitete Person damals in den Kinosaal kam und dachte, der Film kann gar nicht so verrückt werden, dass man wirklich geschockt ist. Ja, klar. Gerade von Ihnen ist man ja auch Arthouse-Produktion sozusagen gewohnt, auch 8,5, Otto Amezzo im Originaltitel. Ja. Das sind ja ganz grundlegend verschiedene Rollen gewesen. Ja. Aber es gibt weitere Filme und auch aus der jüngeren
Vergangenheit natürlich, die dazu erwähnen sind. Ja, wir springen immer ein bisschen hin und her. Der Antichrist, viele von euch haben ihn sicherlich mal gesehen, Lars von Trier. Einer der, zeitgenössisch würde ich sagen, einer der größten Skandalregisseure. Enfant terrible, ja, gutes Wort. Der gehört ja auch zur, sag mal, Trilogie, wenn man es so zusammenfassen möchte, gemeinsam mit Melancholia und Nymphomaniac, wo Nymphomaniac wieder aus zwei Filmen besteht. Auf jeden Fall ist Antichrist gerade deswegen sehr stark kritisiert oder als Skandalfilm aufgefasst worden aufgrund seiner expliziten Darstellung von Sexualität und Gewalt und erlangt den Ruf eines Skandalfilms aus diesem Grund. Festigt aber gewisserweise auch den Ruf von Lars von Trier als Skandalfilmregisseur. Ich muss sagen, es hat mich wirklich, das war wirklich ein Film, wo ich auch das eine oder andere mal geschluckt habe. Die Waldszene mit Willem Dafoe, wo Genitalien verstümmelt werden. Ja, das ging schon. Gerade die blutige Ejakulation von den männlichen Protagonisten. Wir springen wieder zurück in die 60er Jahre, nämlich mit einem Film, in dem Karl-Heinz Böhm mitgespielt hat. Karl-Heinz Böhm ist dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt als Franz aus den Sissi-Filmen. Das war so ein doppelbödiger Thriller, der hieß Augen der Angst. Peeping Tom auch bekannt. Also der hat zu seiner Entstehungszeit auch einen wahnsinnigen Skandal ausgelöst. Und naja, und auch die Karrieren von Karl-Heinz Böhm und Regisseur Paul schlagartig beendet. Also im Prinzip ging es darum, es war so eine Art Point-of-View-Kamerafahrt. Ein Mörder hatte mit einer Kamera, die man noch kurbeln musste, da sieht man mal, wie alt der Film ist, ja, vorne ein Messer am Griff befestigt, am Stativ und hat Frauen gefilmt, wie er sie getötet hat. Hört sich natürlich unfassbar krass an und explizit, aber gut, es waren die 60er Jahre. Der ist jetzt weder besonders blutig noch schockierend, aber zur damaligen Zeit hat es natürlich gereicht. Basic Instinct ist ein weiterer Film, wo ich glaube ich gar nicht drauf gekommen wäre, dass er tatsächlich so skandalisiert wurde, aber offensichtlich ist es so gewesen. Als er 92 in den Kinos anlief, gab es glaube ich massive Protestaktionen, die von homosexuellen Gruppierungen sowie von der National Organization for Women, der größten feministischen Organisation in den USA, unterstützt wurden. Weil Sharon Stone die Beine ein bisschen zu langsam überschlagen hat, war das nicht damals auch die legendärste Szene, wo so viele VHS-Kassetten ausgenudelt waren, weil die immer hin und her gespult haben? Da wurde immer auf die Millisekunde genau versucht zu stoppen, damit man möglichst viel erhaschen kann von dem. Ja. Kann ich auch nicht verstehen. Aber es sind wieder eines dieser Filme, wo man einfach sich fragen muss, wie wird es heute aufgefasst werden? Ja. Wie würde es heute aufgefasst werden? Und man kann sich eigentlich sicher sein, dass es heute kein großes Thema mehr wäre. Ja, wie der letzte Tango in Paris von 1972 mit Marlon Brando, wo er als Gleitmittel sozusagen Butter benutzt. Eine legendäre Szene, die heute natürlich sehr skandalös nach wie vor ist, aufgrund der Schilderung der Hauptdarstellerin, weil sie sagt, es ist natürlich nicht bewiesen, es steht alles noch im Raum, aber was soll Marlon Brando jetzt auch noch sagen dazu? Er lebt ja nicht mehr, dass er sie tatsächlich vergewaltigt hat während dieser Szene und dass es nicht gespielt war, die Sexszene. Deshalb kann man Der letzte Tango in Paris tatsächlich immer noch zu einem der Skandalfilme zählen, weil da immer noch ein tagesaktuelles Thema mitschwingt. Weiterer Film, Der Nachtportier. Mhm. Da hat tatsächlich auch die italienische Staatsanwaltschaft sehr, sehr missgünstig darauf reagiert oder mit sehr viel Missbehagen auf den Film reagiert, als er 1974 erschien. Die haben argumentiert, dass der Film unmoralisch sei. Deswegen wurden auch zahlreiche Kopien beschlagnahmt, der Film von der Zensur entsprechend verboten. Ja. Die Filmindustrie organisierte daraufhin einen eintägigen Streik. Der handelt von einer sexuellen Beziehung einer ehemaligen KZ-Insassin zu ihrem SS-Peiniger. Und der Skandalfilm wurde nach gerichtlichen Auseinandersetzungen letztendlich offiziell zum Kunstwerk erklärt und ohne Schnitte freigegeben. Da waren die Italiener, wie gesagt, wie vorhin auch schon angeschnitten, ein bisschen progressiver, was das angeht, als die Deutschen. Eins der frühesten Werke in unserer Liste ist Der andalusische Hund. Von Buñuel. Von Luis Buñuel von 1929. Und es ist ein sehr experimenteller Film. Und er löste bei vielen Zuschauern erwartungsgemäß Befremden und Abscheu aus. Mhm. Der englische Surrealist David Gascoigne sprach von einer wahren Hysterie, die der Skandalfilm hervorrief. Ich glaube, der Film arbeitet sehr, sehr viel mit Symbolen und auch irgendwie ein Auge, das dann irgendwie gegenübergestellt wird. Mit Rasieren. Es war ein Kuhauge damals, haben sie mit dem Rasieren. Genau, richtig. Aber es war gut geschnitten. Und grauenhafter Funfact zu dem Film: Es haben vier Hauptdarsteller mitgespielt. Drei davon haben sich umgebracht nach den Dreharbeiten. Die Hauptdarstellerin hat sich zum Beispiel mit Benzin übergossen und auf einem öffentlichen Platz angezündet. Übel. Ja, das ist ein Funfact, der gar nicht so funny ist. Gar nicht so funny ist, nee. Aber funny ist der nächste Film, den wir jetzt vorstellen. Danke für diese Überleitung. Funny Games von Michael Haneke. Also man bezeichnet Funny Games immer mal wieder als Medienreflexion, als Skandalfilm, als auch Versuchsanordnung und auch als einen Horrorfilm und als Filmmelodram und als Thriller. Da steckt so viel drin in dem Film. Wir wollen jetzt mal das amerikanische Remake absolut außen vor lassen. Wir hatten damals eine fantastische Besetzung mit
Ulrich Mühe. Und der Film, das ist tatsächlich der Schlag in die Magengrube, der trifft es ganz gut, als ich den das erste Mal gesehen habe, ohne dass ich irgendwas über den Film wusste. Der hat mich wirklich eiskalt getroffen. Also das war wirklich ein Film. Ich verstehe, dass das ein Skandal war. Wir wollen jetzt nicht auf den Inhalt eingehen, aber da gibt es auch eine Szene, die bis heute für mich eine der, weiß ich nicht, schmerzlichsten und irgendwie immer noch, wenn ich daran denke, zieht sich bei mir alles zusammen. Und der Film, der spielt eben auch mit den Zuschauern. Es gibt ja eine Szene, wo dann irgendwie ein Szenario quasi gestoppt wird, dann irgendwie eine Fernbedienung so zurückgespult würde. Ja. Das heißt, dieser Konstruktionscharakter wird bewusst offengelegt und der Zuschauer bewusst geärgert, so nach dem Motto, so könnte es jetzt weitergehen. Richtig. So wollt ihr es wahrscheinlich haben, aber nein, machen gesagt, wir nein. einen Strich durch die Rechnung. Richtig. Und es läuft eben Richtig. Anders. Und das ist der so eins, dieses Stilmittel, mit dem der Film eben auch spielt, ja, die Zuschauer wirklich zu ärgern. Manches ist einfach unumkehrbar. Ja, unumkehrbar. Irreversibel, wie man auch sagt. Und das führt uns zu unserem nächsten Film. Irreversibel. Der Film gilt als verstörend und wird kontrovers diskutiert. Das US-amerikanische Magazin Newsweek verlieh Irreversibel den Titel Most Walked Out Movie of the Year. prägnant oder erinnerungswürdig natürlich sind zwei Sachen. Erstmal der Erzählstil. Es wird alles rückwärts erzählt. Die letzte Szene ist sozusagen die erste und die erste ist die letzte. Mhm. Und eine Szene im Tunnel. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt darauf so genau eingehen würden. Ich würde es nicht tun. Also wenn man den Film sehen will, oder überhaupt sich ein bisschen mit Gaspar Noé befassen will, sollte man vielleicht, ja, ich weiß nicht, sollte man mit dem anfangen? Das ist, ich finde, der schmerzhafteste. Ich habe mit dem Film angefangen und auch wenn es wirklich ein Schlag in die Magengrube war, einige Szenen, hat es doch diesen Eindruck hinterlassen, was mich auf irgendeine Weise fasziniert, dass ich gesagt habe, ich möchte weitere Werke von diesem Regisseur mir anschauen und zu Gemüte führen. Und weil es eben auch eine Kunstform ist und es, der Film zeigt eben die Dinge, wie sie sind und er beschönigt nichts. Und ich finde, dass gerade auch tabuisierte Themen eben auch auf der Leinwand erscheinen müssen, um sie vielleicht auch wieder in Debatte zu bringen, Diskussion zu bringen. Ja. Ja, bevor wir weitermachen, kommen wir erstmal zu unserem zweiten Gast, nämlich den Sänger Heli Reißenweber. Der mit einigen Bandkollegen die Band Märzfeld gegründet hat, die musikalisch der Neuen Deutschen Härte zuzuordnen ist. Die Neue Deutsche Härte sind unter anderem Rammstein, Eisbrecher, ja, und Heldmaschine. Und als Parallelprojekt besteht seit 2005 die Rammstein-Tribute-Band Stahlzeit. Also wirklich die größte, bekannteste und beste Rammstein-Tribute-Band. Der Bandname leitet sich nämlich vom Märzfeld ab, das unter den Merowingern als Heeresversammlungsort diente. Auch soll der Name ein Feld symbolisieren, welches jedes Jahr im März bearbeitet und gepflegt werden muss. Die Band sieht dieses als Metapher für das Leben an, in welchem man nur durch Bemühungen und Arbeit seine Ziele erreichen könne. Und Flo und ich haben mit dem überaus sympathischen Heli gesprochen. Hallo Heli, für alle Hörerinnen, die dich oder euch als Band noch nicht kennen, magst du dich gern vorstellen und erzählen, wie es dazu kam, nicht nur eine, sondern gleich zwei Bands, nämlich Stahlzeit und Märzfeld zu gründen und bis heute zu pflegen? Ja, hallo, ich bin der Heli, bin Sänger der Band Stahlzeit und Märzfeld und freue mich sehr, bei euch hier bei Flax dabei sein zu dürfen. Zwei Bands ist, glaube ich, nicht ganz so unüblich in der Branche. Stahlzeit ist ja eine Rammstein-Tribute-Band, mit der ich meine Brötchen verdiene. Ja, zu dieser Band kam ich eigentlich fast wie die Jungfrau zum Kinde. Man hat damals immer zu mir gesagt, Mensch, du klingst wie dieser Lindemann. Und wir haben dann versucht, mal ein paar Rammstein-Songs zu spielen. Ja, hat ganz gut geklappt. Ja, dann habe ich überlegt, kann man überhaupt diese Show, diese Rammstein-Show mit unseren begrenzten Mitteln irgendwie auf die Bühne bringen? Ja, wir haben dann ein bisschen rumgebastelt, rumgeschraubt und mit abenteuerlichen, damals noch mit abenteuerlichen Pyro- und Feuereffekten zum allerersten Mal auf die Bühne gegangen. Und das war ja bei einem Festival ganz am Anfang schon fast zum Einlass für 20 Minuten und war sehr erfolgreich. Also die lokale Presse hat sich überschlagen und ja, das Publikum war durchaus sehr begeistert. Ja, warum soll man da nicht weitermachen? Und ja, Stahlzeit 15 Jahre später füllt große Hallen in Deutschland und Holland, Belgien und Österreich, was weiß ich. Macht Spaß, aber die Erfüllung liegt natürlich in der eigenen Musik. Seine eigene Kreativität auszuleben. Und ich glaube, das geht jedem Musiker so. Also fast jedem Musiker, der möchte gerne seine Kreativität ausleben und sein eigenes Ding machen. Und das ist dann Märzfeld. Da machen wir unsere eigenen Songs. Wir haben jetzt 4 Alben hinter uns, arbeiten momentan an 9 Songs. Ja, ob es ein Album gibt, wissen wir nicht. Ist ja mittlerweile ziemlich schwer, physisch
was zu verkaufen, aber ja, es wird einige Singles geben und wir sind guter Dinge, also definitiv. Der Vergleich mit Rammstein ist ja vielerorts immer noch zu hören. Ich finde aber, ihr habt eindrucksvoll bewiesen, euren eigenen Stil bei der Band Märzfeld gefunden zu haben. Den gibt's ja sonst in der neuen deutschen Härteszene nicht so. Vor allem, wenn man euren Erstling Tief mit dem letzten Album Zorn vergleicht. Nun zur Frage, ab welchem Moment hast du den Entschluss gefasst, euch innerhalb des Genres nochmal zu wandeln? Ja, es wundert uns tatsächlich sehr, dass wir immer noch mit Rammstein verglichen werden. Vielleicht liegt's dran, dieses Stahlzeit-Verbindung, keine Ahnung. Also beim Album Tief habe ich's ja noch verstanden. Also da waren ja doch die Harmonien schon ein bisschen Rammstein-lastig, die Gitarren Rammstein-lastig. Die Stimme ist sehr tief gesungen, also verstehe ich noch. Bei Zorn kann ich es nicht mehr ganz nachvollziehen. Wir sind sehr melodisch, geht schon in Richtung Rock und ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Es war auch kein bewusster Entschluss, uns zu verändern. Es hat sich einfach ergeben. Also es durch im Laufe der Zeit, man entwickelt sich weiter, es sind ja doch einige Jahre vergangen und bis zu Zorn fast 9 Jahre. Ja, 9 Jahre, glaube ich. Und es waren ein paar Musikerwechsel mit dabei und das sind viele Einflüsse. Auch der Produzent hat ein bisschen mitgespielt und hat dann doch irgendwann mal festgestellt, Heli, du kannst ja singen, also dann tu das auch. Ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Wir haben sehr viel Spaß mit unserem neuen eigenen Stil. Ja, es wird noch mehr geben davon, denn wir haben wieder leider es ist tatsächlich so, dass unser Gitarrist Matze keine Zeit mehr für Märzfeld hat und also aus beruflichen und geschäftlichen Gründen musste er die Band verlassen und wir auch jetzt live oder generell mit einem Keyboarder, den Ron, unterwegs sind, also back to the roots, wir wollen wieder richtig schön Rock'n'Roll, richtig schön Rock machen und Ron ist eigentlich auch bei Stahlzeit mit an den Keyboards, aber wir haben dann uns auf der Unplugged-Tour war mit dabei am Piano und es hat so gut funktioniert, dass wir uns überlegt haben, hey Ron, du kommst mit zu uns. Er sagte, klar, hab voll Bock und das hört man auch dann bei den neuen Songs, also wieder neue Einflüsse, es wird sehr rockig werden. Also wir haben Spaß, ob dann NDH vielleicht, ja, wir wissen es nicht. Also die Schublade wird jetzt ein bisschen eng. Also wir wissen jetzt nicht genau, in welche Schublade man uns stecken sollte, aber Schubladen sind ja auch manchmal fehl am Platz. Eure Songs sind zwar hart, aber die Lyrics oft sehr tiefgründig und gesellschaftskritisch. Woher nimmst du die Inspiration für die Texte und gibt es einen Track, auf den du besonders stolz bist? Es heißt ja immer so schön, die Texte schreibt das Leben und es ist tatsächlich so. Man muss sich ja nur umgucken, man muss nur Fernsehen schauen, man muss Zeitung lesen, man Radio hören oder wie ich 20 Jahre in der Kneipe stehen. Also ich habe ja noch eine Kneipe, in der ich jetzt nicht mehr so aktiv bin, aber ich war 20 Jahre tagtäglich da drin und da bekommst du schon einiges um die Ohren und da sind dann doch sehr viele Texte entstanden, auch aus meinem eigenen persönlichen Privatleben habe ich eigentlich es verarbeitet und da hat man dann schon sehr viele Themen. Und besonders stolz auf den Text, weiß ich nicht, aber es ist einfach so, mich macht sehr stolz, wenn ich zum Beispiel über eine Krankheit von Menschen schreibe, was ja sehr, sehr, ja, da muss man schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ran und dann jemand auf mich zukommt und sagt, Mann, genau auf den Punkt getroffen. Also ob es jetzt schwarzer Schnee, also geht ja um Depression oder ich habe einen Text geschrieben, den hat sich ein Fan tätowieren lassen. Also einen Teil des Textes tätowieren lassen, da haben wir schon mehrere eigentlich und es ist verrückt, also sowas macht mich stolz. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeder einen Text tätowieren muss, aber mein Gott, der Wahnsinn, wenn man sowas sieht. Und das macht mich stolz. Die Corona-Pandemie 2020-21 hat viele MusikerInnen hart getroffen, so auch euch. Konzerte fielen ins Wasser und eine Änderung dieser Beschränkung ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, noch nicht abzusehen. Wie hast du den auferlegten Stillstand kreativ oder auch generell genutzt? Ja, es hat uns nicht nur hart getroffen, es hat uns eigentlich zu Boden gerissen. Also wenn dir komplett der Boden unter den Füßen weggerissen wird und du finanziell auf null gesetzt wirst und alles, was du dir in deinem Leben angespart hast,
weg, einfach nur weg ist. Und man hat sich ja im Leben ein bisschen was aufgebaut. Ich habe mir ein Häuschen gekauft, ein kleines, und es muss ja bezahlt werden. Und ja, es ist, ich persönlich bin in ein ganz, ganz tiefes Loch gefallen. Nicht nur finanziell, auch psychisch hat es mich so schwer belastet. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich aus diesem Loch wieder emporsteigen soll. Es war für mich eine der schlimmsten Zeiten, die ich erlebt habe. Und in der Zeit ging noch meine Beziehung zu Ende. Und ja, es war einfach eine fürchterliche Zeit. Und kreativ konnte ich, der Kopf war einfach zu voll oder auch zu leer. Keine Ahnung, es hat sich einfach keinen Platz für Kreativität. Man hatte ja nur zu tun, sich einen Job zu suchen die ganze Zeit und irgendwo sich irgendwie über Wasser zu halten. Ja, man kann nur hoffen, dass alles bald wieder wird, wie es einmal war. Und ich hoffe, dass viele meiner Kollegen das Ganze gut durchstehen. Auch die Crews, unglaublich, stehen urplötzlich ohne Jobs da. Ganz, ganz schlimme Zeit. Mir geht's wieder ein bisschen besser. Ich habe ein bisschen Aufwind bekommen und es sieht auch wieder so aus, dass es bald wieder losgeht. Richtig losgeht. Also ja, wir drücken uns alle die Daumen und dann irgendwann drücken wir uns alle wieder mal ordentlich, wie es sich gehört. Big Hug für alle. Zum Abschluss. Was kann man von dir und deinen Musikmitstreitern in diesem oder nächsten Jahr noch erwarten? Ja, wir werden in diesem Jahr noch ein paar schöne Unplugged-Shows spielen, an unseren neuen Songs arbeiten und ja, und hoffen, dass diese Corona-Pandemie endlich ein Ende hat und wir alle wieder gemeinsam feiern können. Ganz wichtig. Dann danken wir dir ganz herzlich für das offene Gespräch, wünschen dir und deinen Bandkollegen alles Gute und bleib gesund. Ja, auch ich sage Dankeschön, Max und Flo, dass ich dabei sein durfte hier bei Flux, euren sensationellen Podcast. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf Tour im hohen Norden oder wo auch immer. Bleibt gesund, macht weiter so. Bis bald. So, und da sind wir wieder. Und zwar mit unseren wunderbaren Filmtipps. Ja, unser erster Film, den wir auf der Liste haben, ist Sensor. Also perfekter kann ein Film eigentlich gar nicht für dieses Halloween-Thema sein. Und Flo wird euch jetzt erstmal ein bisschen sagen, worum es in dem Film überhaupt geht. Enid verbringt ihre Tage damit, sich die brutalsten Filme anzusehen und zu entscheiden, zulassen, die schlimmsten Szenen rausschneiden oder ganz verbieten. Sie spielt die blasse Retterin des britischen Seelenheils. Die Haare hochgebunden, die Bluse bis oben zugeknöpft, sitzt sie im Vorführraum und schreibt in ihrem Notizblock Sätze wie »Das Augenausdrücken muss raus«. Doch hinter ihrer Strenge schimmert Verletzlichkeit hindurch. Ein Trauma schlummert in Enid, das durch einen Videonasty namens »Don't go in the church« wachgerüttelt wird. In der Kindheit verschwand ihre Schwester Nina spurlos. Nun sieht sie im Vorführraum zwei Mädchen, die im Wald spielen, eine unheilvolle Hütte, einen Mord und merkt, das in Erinnerung an einen letzten Tag mit Nina. Kein Zufall, glaubt sie, und beginnt hinter den Kulissen der B-Movie-Industrie nachzuforschen. Ist ihre Schwester noch am Leben? Da haben wir es doch wieder. Zensur, diesmal im britischen Königreich, denn Mitte der 80er Jahre war die Moral dort ein bisschen in Gefahr. Da haben Tugendwächter eine Welle billig produzierter und extrem gewalttätiger Schundfilme, zum Beispiel aus Italien und den USA, als Bedrohung angesehen und sie als sogenannte Videonasties klassifiziert und dafür gesorgt, dass diese gar nicht auf dem VHS-Markt erscheinen. Das British Board of Film Classification, also vergleichbar mit unserer FSK, hat 72 Titel auf die Videonasty-Liste gesetzt, unter anderem The Thriller Killer, Cannibal Holocaust oder auch den vorher schon besprochenen Evil Dead. Das heizte den Hype natürlich erst recht an. Unterm Ladentisch gab es dann die VHS-Kopien, wie ich es vorhin auch schon angeschnitten hatte. Die Regisseurin Prano Bailey Bond wuchs mit diesen Videonasties auf. Man merkt dem Film auch an, sie hat eine Sympathie für diesen Schund. Also das merkt man wirklich in jeder Pore des Films. Sie spielt mit der VHS-Ästhetik, da rauscht mal der Ton, da flimmert mal das Bild. Das Gefühl der Hysterie der 80er Jahre wird wunderbar eingefangen. Und Annika Summerson, die für die Kamera im Film zuständig ist, filmt halt dämmerige Büros durch Straßen und die Gänge von U-Bahn-Stationen. Und da werden auch so ein paar Dario Argento-Einstellungen so ein bisschen wachgerufen. Und die Gefahr in dem Film schleicht sich an. Also es gibt keine richtigen Monster oder Gespenster, sondern eher Geister der Vergangenheit. Und in dem Film verwischen so ein bisschen die Wach- und Traumphasen. Also man hat sehr viele intensive Rot- und Blautöne in sonst einer sehr grauen Alltagswelt. Und der Film vergeht so ein bisschen im Fieberwahn, hatte ich zumindest das Gefühl.
Denn ab der Minute 40 wechselt auch der Filmtonus und dreht sich einmal komplett um. Also die Gewalt der Videonasties, die in dem Film immer angeprangert wird, kommt im Film zwar vor, aber nicht sehr explizit. Also wirklich sehr stimmungsvoll eingesetzt. Und wir haben natürlich auch viele Motive, die wir auch in unserem Podcast heute gefunden haben. Nämlich die Nebenwirkung staatlicher Zensur, die Folgen überreizter medialer Diskurse und die Kraft des Horrors als Bindeglied zu verschütteten Seelenabgründen. Also ein großer Tipp von uns beiden. Wenn es möglich ist, schaut Censor an, der demnächst im Stream verfügbar ist. Und für all diejenigen, die den Horror nicht nur auf dem Fernseher oder auf der Leinwand mögen oder sehen wollen, jetzt zur Halloween-Zeit passend, denen lege ich die Hörspielserie Midnight Tales ans Herz. Midnight Tales ist eine Anthologieserie, in der unterschiedliche Geschichten aus den Bereichen Horror, Thriller, Dystopie und Science-Fiction erzählt werden. Verantwortlich für die Reihe ist der Produzent und Regisseur Christoph Piesecki, der im vergangenen Jahr die Hörspielserie The Lovecraft Five inszenierte. Diese Reihe hier ist allerdings von Lovecraft sehr weit entfernt, weil sie viele moderne und aktuelle Themen aufgreift. Die Vorbilder der Hörspielserie sind auch klar zu erkennen. Also wir haben da einen Hybrid aus Black Mirror und den alten Twilight Zone oder Geschichten aus der Gruft Geschichten. Und man weiß auch nie, welches Genre im nächsten Hörspiel zum Tragen kommt, denn die sind alle sehr, sehr abwechslungsreich und ja, besitzen eine Länge zwischen 35 und 42 Minuten. Also lang genug, um alles Wesentliche erzählen zu können, aber auch kurz genug, um gar keine Langeweile aufkommen zu lassen. Man wird nach kurzen einleitenden Worten des Erzählers mitten ins Geschehen geworfen. Mal befindet man sich bereits mitten im Polizeiverhör, mal auf einer Farm in den USA der 50er Jahre. Ja, oder es erklingt eine Werbung für eine merkwürdige Reality-Show. Auch wenn die Reihe Midnight Tales heißt, sind die Hörspiele nur bedingt dafür geeignet, sich abends vor dem Einschlafen zu gruseln, denn einige Folgen schildern wirklich sehr brutale und verstörende Weltentwürfe und ein fröhliches Ende besitzt kaum eine der Geschichten. Ja, auf jeden Fall kann man abschließend sagen, Midnight Tales ist eine sehr unkonventionelle Hörspielreihe. Sie ist stellenweise sehr brutal und sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Ja, wer sich auf die Hörspiele aber einlässt, der bekommt wirklich eine breite Palette von unterschiedlichsten Genres serviert, mit wunderbaren Synchronsprechern von Hollywood-Stars und wirklich sehr, sehr abwechslungsreiche Stories. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen, sehr, sehr kurzweilig und genial, sehr, sehr gute Sprecher, sehr gute Regie und es gibt schon sehr, sehr viele Folgen davon und vielleicht hat der eine oder die andere ja Lust, sich auch mal abends über die Kopfhörer zu gruseln. Ja, den zweiten Film, den wir vor wenigen Tagen erst im Kino schauen durften, ist Candyman und da wird Flo euch auch nochmal eben sagen, worum es da überhaupt geht. Anthony und seine Frau Brianna sind eigentlich überglücklich in ihrer frisch bezogenen Wohnung in Chicago. Alles ist brandneu, topmodern und für das aufstrebende Paar aus der Kunstszene perfekt geeignet. Doch während Brianna als Kuratorin bei Ausstellungen ein verlässliches Einkommen hat, steckt Künstler Anthony in einer Schaffenskrise. Seine bisherigen Bilder überzeugen nicht mehr. Um an einer Ausstellung teilnehmen zu können, braucht er etwas Neues. Nachdem er von Briannas Bruder Troy erfährt, dass seine hippe Wohnung aus den Gründen von Cabrini Green, einer ehemaligen afroamerikanischen Nachbarschaft, steht, will er mehr über deren Geschichte erfahren. Gerade die gruselige Legende vom Candyman fasziniert ihn sehr. Nachdem er dessen Namen fünfmal in den Spiegel gesagt hat, beginnt er merkwürdige Dinge zu sehen. Gleichzeitig hilft ihm der urbane Mythos enorm bei seiner Kunst und er produziert ein Werk, das es in die Kunstausstellung schafft. Der Spiegel mit dem Aufruf Say My Name lädt dazu ein, den Dämon zu beschwören. Nach anfänglichem Spott müssen der Kurator und seine Praktikantin aber feststellen, dass am Candyman mehr dran ist als nur ein urbaner Mythos. Das ist ein, sagen wir mal, Remake oder Reboot des 1992 erschienenen Original Candyman. Das ist ein Kulthorrorstreifen in der Horrorszene. Produziert wurde jetzt das Reboot von Jordan Peele, den wir von Wir oder Get Out kennen. Und es ist eine, ja sagen wir mal, Modernisierung des Hakenmörders. Die aufstrebende Filmemacherin Nia Da Costa, die mit ihrem Film Little Woods bekannt wurde und kommendes Jahr zum Beispiel auch die Fortsetzung von Captain Marvel inszeniert, hat einen Horrorschocker abgeliefert, der seinesgleichen sucht, finde ich zumindest. Am Film ist nämlich nicht der Slasher-Horror das Beste, sondern auch das Abtauchen in die Vergangenheit. Denn Candyman ist kein Klischee-Antagonist, sondern die Verkörperung eines rachsüchtigen Kollektivs. Die Vergeltung für die an seiner Gemeinschaft begangenen Verbrechen will er sühnen. Veränderungsprozesse finden auch den gesamten Film über statt. Zum Beispiel in der Kunst. Immer verstörender und düsterer werden die Bilder, die der Protagonist malt. Auch er selbst macht eine Veränderung durch. In seiner Kleidung, in der Körperpflege. Auch äußerlich nimmt er immer weiter ab. Da haben wir das beste Beispiel, den Bienenstich.
Also es ist eine progressive Ausbreitung über den ganzen Körper. Es eitert, frisst Löcher und da kann man eine Triggerwarnung aussprechen. Menschen mit Trypophobie sollten einen Bogen um den Film machen. Abdul Mateen II. Verkörpert perfekt Anthony, der irgendwo zwischen einem verzweifelten Ehemann auf dem Weg nach Rettung und einem besessenen Künstler dargestellt ist, der sein Werk auffrisst. Wir haben zahlreiche Schockmomente, großartige Effekte, vor allem die Eingangsszene mit den Wolkenkratzern, die auf dem Kopf gedreht ist. Die Logos werden verkehrt vor dem Film eingespielt, da gab es bestimmt Unsicherheiten der Betrachter im Kino. Und wir haben sehr viele Spiegelungen und auch wieder das Spiegelmotiv, was wir in vielen unserer Filmanalysen bereits ausgiebig seziert haben. Wir haben auch Gore-Szenen im Film und eine sehr beklemmende Düsternis, aber die Gore-Szenen sind sehr reduziert und natürlich nicht so effekthascherisch ausgeschlachtet. Candyman, der den Weißen ein Ende bereitet, der ist Hauptmotiv des Films. Es gibt natürlich Blut, aufgeschlitzte Hälse und verdrehte Gliedmaßen, aber nicht so dominant, denn das Ganze findet eher auch mit Geräuschen statt. Das Schicksal des Candyman, wie auch vielen afroamerikanischen US-Bürgern, wird gleich am Anfang mit brutaler Gewalt gezeigt. Das Schicksal der Candyman-Opfer hingegen wird meist nur angedeutet. Dafür aber mit einem unglaublichen Sounddesign. Also das habe ich auch selten gehört. Der Protagonist läuft unter einer gläsernen Unterführung durch. Der Regen prasselt obendrauf. Es hört sich fast nicht mehr an wie Regen, sondern wirklich wie ein verfolgender Sound, der sich in die Gehörgänge brennt. Wir haben Splatter-Sounds, wir haben Bienensummen, das sich mit Musik und Trommeln vermischt und zu Musik verschmilzt. Also eine Symbiose aus Geräuschen, Musik und Hintergründen, die man selten gehört hat. Man hört sogar das Blut, man hört Knochen knacken, man hört Schreie, die aber auch kongenial unter einem Spalt einer Klokabine mit dem Blick auf das Geschehen nur durch einen Handspiegel gezeigt wird. Also wir haben auch Motive wie Body-Horror, wenn sich Anthonys körperliche Veränderung einstellt. Aber Candyman selbst liefert mehr Horror in der Realität, im fundierten Rassismus gegenüber Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern. Und diese Botschaft im Film wird nicht mit dem Blut verwässert, nein, sie wird perfekt auf den Punkt gebracht, vom Lynchmob bis hin zu brutalen Polizeitruppen, die einfach schießen, ohne Fragen zu stellen. Wir denken an tagesaktuelle Geschehnisse wie der schreckliche Fall mit George Floyd und seinen Worten "I can't breathe". Das wird im Film natürlich auch nochmal auf jeden Fall angesprochen. Also es ist einer der sehenswertesten Slasher-Horror-Filme der letzten Zeit. Es ist eine überzeugende Legende, die nicht so übertrieben wie im Original dargestellt wird. Und es ist einfach eine runde, sehr ikonische Horrorfigur. Also kein 0815-Kino. Ein Film mit Hirn, mit einem Ende, wo man auch ein bisschen nachdenken muss. Und Jordan Peele, wie man es natürlich von ihm kennt, spricht wieder soziale und gesellschaftskritische Themen an, wie Polizeigewalt, Gentrifizierung und kollektive Traumata. Man sollte einfach sagen, der Candyman ist noch viel intensiver und unheimlicher als das Original. Ich habe mich sehr gefreut, am Ende einen kleinen Cameo von Tony Todd im Original Candyman zu sehen und auch die Stimme von Virginia Madsen aus dem Originalteil zu hören. Volle Punktzahl, ein wirklich sehr, sehr guter Film. Damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Jetzt haben wir nochmal einen letzten sehr, sehr spannenden Gast, mit dem wir auch ein sehr schönes und umfassendes Interview geführt haben. Dann verabschieden sich Flo und Max. Wir hören uns wieder im Dezember-Podcast mit neuen frischen Gästen und tollen Themen. Und jetzt habe ich noch die große Ehre, unseren letzten und tatsächlich spannendsten Gast des ganzen Podcasts anzukündigen, Edward E. French, einen US-amerikanischen Maskenbildner und Spezialeffekte-Künstler, der für den Oscar nominiert war, 1992 in der Kategorie Bestes Make-up und Beste Frisuren für Star Trek. Der gute Mann hat gearbeitet mit James Cameron, Clint Eastwood, Brian De Palma und William Friedkin und hat uns wunderbares Make-up in Filmen beschert wie Creepshow 2, Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat, die Perry Mason-Neuauflage auf HBO, House of Cards, The Office, meine Lieblingsserie, Midnight Meat Train, Terminator, American Sniper und ganz viele mehr. Und zweimal konnte er sogar eine Auszeichnung gewinnen, nämlich 2007 für eine Folge von Dr. House und 2017 für eine Folge von Westworld. Und für beide hat er jeweils einen Emmy gewonnen. Und für alle, die auch gerne schaurige Hörbücher mögen, denen sei der Fiction Fantastic Channel von Edward E. French auf YouTube ans Herz gelegt, in dem er jeden Sonntag neu eingelesene Geschichten alter Literaten und Geheimtipps aus dem Grusel- und Pulp-Bereich einliest. Und jetzt endlich Edward E. French mit dem Interview und einer eingelesenen Kurzgeschichte. Dear Mr. French, many of our listeners sure know your work, but not necessarily the name behind it. Would you like to introduce yourself briefly and tell how you came to do what you're doing today? My full name is Edward Emerson French. I was named after Ralph Waldo Emerson. My father was kind of a fan of the Concord poets. I have always wanted to work in the entertainment field. Television definitely spurred that interest. Back when
I was very young in the 1960s. I saw a lot of horror and fantasy movies on TV. The Universal Studio horror movies made a huge impression on me. I really wanted to know how you do those monster makeups. I learned the fundamentals, you might say, when I purchased a copy of Dick Smith's Monster Makeup Handbook. I worked as a radio personality in Massachusetts and then in theater in New York and in touring companies throughout the United States. Can you tell us a little bit more about your first job? What was it and what did you have to do or made it special? Well, it was special because I was paid for it. That was pretty special. It was a print ad. I was in New York City at the time. They had these magazines for doctors. Pharmaceutical-type ads appeared in these medical journals. So they got my name through Alcone Company, Paramount Theatrical Supplies. I would buy makeup there when I was appearing in plays. And I also posted some pictures of my work there. So the Alcone people, they called up Alcone, this medical advertising agency looking for a makeup artist to apply a wound, ulcerated heel, on somebody for this editorial photograph that was going to appear in a medical magazine. And they recommended me. The ad agency called me up and said, come on down, show us your portfolio. I didn't have a portfolio, but I went down anyway. I was pretty ballsy back then. I went down with a paper bag and some Dermawax and some stage blood. They said, where's your portfolio? Where are all your pictures of your work? I said, well, I loaned it out to somebody and they haven't returned it, but if you can show me what you want me to do, I could probably do it right here in the office and give you a little makeup test. So they brought out a picture of a person with this hole in their foot and said, that's what we want. And I was sitting there in the chair and I crossed my leg and I took off one of my socks and I sculpted this wax wound on my own heel and added some blood. And they looked at it and went, hey, you're hired. Great. I'm sure they realized that I did not have a portfolio, but they liked my style. And I went in on this job, and it was the first print ad that I ever worked on. And I was very naive. I was putting this wound on. Actually, the ad was for Opsite, which is a product that was it was totally brand new at the time. They wanted this heel with the hole in it to show that the Opsite, which is like a clear plastic bandage that you can syringe out the pus or whatever, and it can stay on, and the healing is much better, especially if it's a burn or something like this. And it was a brand new product, and I was very naive. I said, you could probably have just gotten the real person with this problem and brought them in for a photo session, which is totally absurd. When you're a model in a photo session, they're twisting your foot every which way, and you're there for hours laying on your back or whatever they need you to do. And they actually had a person dressed up as a nurse who was a hand model. That was a revelation to me, too. This person was hired for how their hands looked. It was all brand new and kind of wonderful. What has been your toughest work so far and what initially seemed impossible to accomplish? The job that comes to mind was only a few years back. I was working on a show called The Office. I was called in. I'm a freelancer, so I was not like a permanent fixture on this show. But you may be familiar with it. I don't know. I think it's based on a show that was done in England or someplace. But anyway, this show called The Office was on a long time. They had a scene where, one episode where everyone in the office was supposed to have gotten head lice. These lice had to be eradicated in this office. And one of the characters on the episode, very funny woman named Catherine, played a character. I can't think of the name of the character, but anyway, this character shaves their head to get rid of the lice. So I had to create a bald cap for Catherine and... it really seemed like it was impossible to do well. First of all, she had a big, thick head of hair. And second of all, when they shoot The Office, they just shoot it from all angles with no special lighting, just overhead fluorescence and very natural kind of lighting that you'd have in an office. So it was very difficult to do this. I did a makeup test.
The only reason I got through the makeup test, I almost declined to do it, but I did the makeup test on the condition that, look, if you guys don't like what I do, don't worry, don't hire me, don't pay me, we'll do the test. I did the test, it was okay, but I wasn't sure we could actually do it on the day, but we ended up doing it, and it worked really well, and it looked pretty realistic, and a lot of people complimented me on that job. The only other show where it seemed impossible to accomplish the makeup was a movie called White Chicks. I made up one of the white chicks. If you're familiar with the movie, the two African-American comedians who go undercover in disguise as young, good-looking white chicks, which was quite a challenge in itself. But then on top of it, just the hours it took, 4 hours of makeup and then a full 12-hour day on set maintaining the thing and then, over an hour to remove it at night. It's very difficult, arduous work, the most difficult job I've ever worked on. How much creative freedom do you have when working with special effects or makeup? Well, that depends on the project. I've worked with directors who trust me and give me license and freedom to pretty much design what I want and get the time I need to do it and the budget. And that's always the best situation, I think. And then there are other jobs, a lot of them TV commercials, where there are a lot of cooks involved and you don't have a great deal of freedom. Sometimes you get to make drawings and do tests and get things approved. Other times, somebody else does the artwork. When I worked on Star Trek VI, there was a production designer who pretty much designed the looks of most of the aliens, and those were the approved things, and I went ahead and worked based on those designs. In today's productions, many studios rely on the use of CGI, much to the dismay of many fans of classic handmade effects, including us. In your opinion, what is so special about handmade effects that computer effects cannot achieve? CGI is fantastic. It's just another trick photography tool like stop motion animation or special makeup effects. I like the way it has complemented practical makeup and puppet effects. An example would be Jurassic Park, the first one. I like the way it's flawlessly replaced rear projection in movies, and it's a godsend as far as fixing flaws in prosthetic makeups. I believe it was used very subtly to give the orc makeups in the Lord of the Rings movies, the faces, a more organic look. The apes in the recent Planet of the Apes movies are a fantastic improvement over the original movie made in 1967. There's an ape man character in The Umbrella Academy that is a fantastic CGI effect. I don't think they'll ever totally replace practical makeup effects, but I think there could be a time in the future when almost everything is replaced with CGI, except perhaps the performer. In your career, you have worked with numerous film legends, including Clint Eastwood, Brian De Palma, and William Friedkin. Which job do you think back fondly to this day, and what made it so special? Star Trek VI, The Undiscovered Country. This was the last movie to feature all the cast of the original TV show. When I was a kid, in high school, I'd never miss an episode. This is also the movie that garnered me an Oscar nomination for Best Makeup, so it was a career high point. And a very special experience working with William Shatner, Leonard Nimoy, and DeForest Kelly. Fun, interesting people to work with, especially the director, Nicholas Meyer. Definitely a favorite experience of my career. Do you have a particularly exciting, funny, or unbelievable story that you want to share with us? I worked on one TV commercial where I actually put makeup on a goat. The goat had to appear to be a goat unicorn, so the goat had to have a unicorn's horn, and I had to apply this to this goat. That would be probably the most unusual makeup I've done. This was for, what was it, Orbit Gum. And I think Snoop Dogg was also in this commercial somewhere. Crazy, kooky commercial. That was different. The goat was remarkably cooperative, I'll tell you. I thought perhaps I would get bitten or something by this goat, but the goat was very tame. I don't know if your listeners are familiar with the Three Stooges.
I did a Verizon TV commercial with actors that had to be made up as the Three Stooges. This is one of my favorite jobs. It was like spending the whole day with the actual Three Stooges. And it was almost like what it must have been like when the real Three Stooges were working. Because these comedians considered the Mo, Larry, and Curly like icons to them. They loved playing the Three Stooges. And they never dropped character. They always stayed in character. And the funniest part of the shoot was when they were on set, the scene is supposed to be that they're being psychoanalyzed by a psychiatrist, and they're sitting together on a couch, and they're basically just sitting there. Just Mo is slapping Curly in the head, and Larry is getting his hair torn out by Mo, and all of this mayhem is going on, and they're just slapping and eye poking and all the stuff the Three Stooges do. And at one point, they're doing all this business, and they're doing take after take, and none of the takes are identical. There's no continuity. And the continuity woman, the script woman, leans over to the director and says, "But he didn't do an eye poke that time on that line." And the director said, "Forget it. Forget it. You know, it's like there's not going to be any continuity here with these characters." That was a fun job. In addition to your work as an FX artist, you have your own YouTube channel where you read weird fiction, horror, and sci-fi audiobooks. How did you come up with this idea, and which author is your favorite? I wanted to be an actor. I can't say I'm a failed actor because I didn't have the patience to pursue it. It takes time and endurance and passion and perhaps years of rejection before you succeed, assuming you succeed at making it a career. I was not making a living at it, but it turned out I could make it as a special makeup effects artist. Even while I was working in special makeup effects, I had an itch to perform, to be out in front, but there was no way I could do both. But with a little extra effort, I felt I could satisfy the acting itch by telling stories, and thanks to the computer age, there wasn't any excuse not to try to be an entertainer on the internet. I created new audiobook narration every week. Sometimes I choose a story because I like it very much. Other times it's because there's a challenge to be met. Perhaps a lot of words unfamiliar to me that I need to learn the meaning and pronunciation of. Other times I quickly pick up a story at random because of the time deadline. I need to do a story a week and I can't hesitate. I keep recording. I try to find a new author every week. I don't have a favorite author, but I do like the British writers. I like stories with humor and fantasy elements. Perhaps M.R. James comes closest to a favorite, with Shirley Jackson a close second. Who would you like to meet in the future and work with? That's a great question, because I can immediately tell you who I would have liked to have worked with in the past, and that would have been directors like Orson Welles or Stanley Kubrick. I would love to work with an actor like Anthony Hopkins, who I have a great deal of respect for. I think he's the greatest actor living right now. Who would I like to meet and work with in the future? Well, I'm just thankful that I'm working at all right now because of this pandemic that's going on. I'm tested daily for COVID. I'm negative. I'm healthy. I've had my two vaccinations. I feel pretty good. But it's a challenge to go into work. But I'm very thankful that I am still called to go into work. I hope to continue to work for years to come. Thank you so much for having me on your program. I appreciate it. Everybody out there, you be well, be safe. And be sure to listen every week to the Fiction Fantastique channel. And I'll remind you of that address, www.youtube.com/ French Edward 06. Good night. Und als schaurige Zugabe in diesem Halloween-Special hören wir jetzt von Edward E. French eine exklusiv eingelesene Kurzgeschichte. Viel Spaß damit. The location in tonight's story, Displaced Person, written by Eric Frank Russell, is a park bench in New York City's Central Park, USA. Or perhaps it's the hidden part of a man's mind,
briefly suspended in space and time. He glided out of the gathering dusk and seated himself at the other end of my bench and gazed absently across the lakes toward the Sherry Netherland. The setting sun had dribbled blood in the sky. Central Park was enjoying its eventide hush. There was only the rustle of leaves and grasses, the cooing of distant and shadowy couples, the muted toot of a bus way over on Fifth. When the bench quivered its announcement of company, I had glanced along it, expecting to find some derelict seeking a flop. The difference between the anticipated and the seen was such that I looked again, long, carefully, out of the corner of my eye so that he wouldn't notice it. Despite the gray half-tones of twilight, what I saw was a study in black and white. He had thin, sensitive features, as white as his gloves and his shirt front. His shoes and suit were not quite as black as his finely curved eyebrows and well-groomed hair. His eyes were blackest of all, that solid, supernal darkness that can be no deeper or darker. Yet they were alive with an underlying glow. He had no hat. A slender walking stick of ebony rested against his legs. A black silk-lined cloak hung from his shoulders. If he'd been doing it for the movies, he couldn't have presented a better picture of a distinguished foreigner. My mind speculated about him, the way minds do when momentarily they have nothing else to bother them. A European refugee, it decided. Great surgeon, or sculptor, or something like that. Perhaps a writer, or a painter, more likely the latter. I stole another look at him. In the lowering light, his pale profile was hawk-like. The glow behind his eyes was strengthening with the dark. His cloak lent him majesty. The trees were stretching their arms toward him as if to give comfort through the long, long night. No hint of suffering marked that face. It had nothing in common with the worn, lined faces I had seen in New York, features stamped forever with the brand of the Gestapo. On the contrary, it held a mixture of boldness and serenity. Impulsively, I decided that he was a musician. I could imagine him conducting a choir of 50,000 voices. "I am fond of music," he said in low, rich tones. He turned his face toward me, revealed a pronounced peak in his hair. "It really?" The unexpectedness of it had me muddled. "What sort?" I asked feebly. "This," he used his ebony stick to indicate the world at large, "the sigh of ending day." "Yes, it is soothing," I agreed. We were silent a while. Slowly the horizon soaked up the blood in the sky. A wan moon floated over the towers. "You're not a native of New York?" I prompted. "No." Resting long, slender hands upon his stick, he gazed meditatively forward. "I am a displaced person." "I'm sorry." "Thank you," he said. I couldn't sit there and leave him flat like that. The choice was to continue or go. There was no need to go. I continued. "Care to tell me about it?" His head came round and he studied me, as if only now aware of my presence. That weird light in his orbs could almost be felt. He smiled gradually, tolerantly, showing perfect teeth. "It would be wasting your time." "Not at all. I'm wasting it anyway." Smiling again, he used his stick to draw unseeable circles in front of his black shoes. "In these days, it's an all too familiar story," he said. "A leader became so blinded by his own glory that no longer could he perceive his own blunders. He developed delusions of grandeur,
posed as the final arbiter on everything from birth to death, and thereby brought into being a movement for his overthrow. He created the seeds of his own destruction. It was inevitable in the circumstances. You bet, I supported wholeheartedly. To hell with dictators! The stick slipped from his grasp. He picked it up, juggled it idly, resumed his circle drawing. The revolt didn't succeed, I suggested. No. He looked at the circles as if he could see them. It proved too weak and too early. It was crushed. Then came the purge. His glowing eyes surveyed the sentinel trees. I organized that opposition. I still think it was justified. But I dare not go back. Fat lot, you should care about that. You'll fit in here like Riley. I don't think so. I'm not welcome here either. His voice was deeper. Not wanted. Anywhere. You don't look like Trotsky to me, I cracked. Besides, he's dead. Cheer up. Don't be morbid. You're in a free country now. No man is free until he's beyond the enemy's reach. He glanced at me with an irritating touch of amusement. When one's foe has gained control of every channel of propaganda, uses them exclusively to present his own case and utterly suppress mine, and damns the truth in advance as the worst of lies, there is no hope for me. That's your European way of looking at things. I don't blame you for it, but you've got to snap out of it. You're in America now. We've free speech here. A man can say what he likes, write what he likes. If only that were true. It is true, I asserted, my annoyance beginning to climb. Here you can call the Raja of Bam a hyphenated so-and-so if you want. Nobody can stop you, not even a cop. We're free, like I told you. He stood up, towering amid embracing trees. From my sitting position, his height seemed tremendous. The moon lit his face in pale ghastliness. Would that I had 1/10 of your comforting faith. With that, he turned away. His cape swung behind him, billowing in the night breeze until it resembled mighty wings. My name, he murmured softly, is Lucifer. After that, there was only the whisper of the wind. Displaced Person was written by Eric Frank Russell. Edward E. French speaking.